Das macht seine Arbeit besonders eigentümlich und eingreifend, dass sie nicht danach fragt, wie der einzelne Mensch zu gewissen Leistungen, zur Wissenschaft, Moral und so weiter gelangt, sondern wie Wissenschaft, Moral und so weiter als Gesamtwerke innerhalb des Lebens überhaupt möglich sind. Welche Voraussetzungen und welche Zusammenhänge sie sowohl verlangen als erweisen. Damit entsteht ein neues Verfahren, eine Transzendentalphilosophie, und hebt sich scharf von aller bloßen Erfahrung ab. Deutlich scheidet sich damit die deutsche, in Kant gipfelnde Art von der englischen. Diese behandelt die Welt als ein gegebenes Reich, innerhalb dessen sich das Denken befindet. Jene stellt die Frage auf das Ganze der Welt und möchte es durch das Denken durchleuchten, es von innen her verstehen. Mag also Kant dem Erkennen die Welt der Dinge verschließen. Er setzt ihm ein neues Ziel in der Ermittlung des Vermögens, womit der Menschengeist Kraft der ihm innewohnenden Vernunft sich seine Welt erbaut. So wird aus einem Erkennen der Welt und aus einem Ergründen des Wesens der Dinge zu einer Selbsterkenntnis des sich eine Welt bereitenden Menschengeistes und zugleich zur Aufdeckung einer Vernunftkraft, die im Menschenwesen wirkt. Demnach hat Kants Erkenntnislehre nicht bloß viel genommen, sondern auch viel gegeben. Immerhin würde die völlige Beschränkung des Menschen auf einen Sonderkreis nur eine an den Menschen gebundene Wahrheit ergeben, und eine solche kann nimmer gewähren, was wir bei der Wahrheit zu suchen pflegten und zu suchen unmöglich aufhören können, ein Durchdringen zu letzten Tiefen. So würde Kant bei aller Größe zu den vorwiegend verneinenden Geistern gehören, wenn jene Kritik der Erkenntnis sein letztes Wort bedeutete.